Damit herzlich willkommen zum Freitagsvlog. Ja, wo war ich gerade mit dem Kram und mit den zwei Achse? Ja, ich habe was geholt. Der KA15 war vorgespannt. Das war der Schlepper, an den ich jetzt am einfachsten gekommen bin. Vorm Allgäuer steht der Radlader. Vorm Karl 300 steht mein Auto, beziehungsweise da ist das Häufelgerät angehängt. Wäre auch nicht gegangen. Und der IHC, ja, den hätte ich zwar nehmen können, aber wollte ich dann auch nicht. Ich habe mir gedacht, nehme ich den KA15 wieder, mein Allround-Schlepper für alles. Ich weiß, viele fragen, wann kommt der Allgäuer, aber für die Arbeit habe ich ihn nicht genommen. Das wäre wahrscheinlich doch ein bisschen zu warm geworden. Und das muss nicht sein. Ja, auf jeden Fall, was habe ich getrieben? Tja, das werde ich euch gleich mal zeigen. Ich mache hier mal zu und wir sehen uns sofort wieder. Tja, schauen wir halt mal beim Zweiachse, was ich geholt habe. Ich packe mal vorsichtshalber die Taschenlampe aus, das ist vielleicht besser. So sieht man hier gleich wieder nichts. Ja, guckt euch das mal an. Balken 10 auf 10. Wer sich jetzt fragt, wozu kauft sich der Balken, was hat der vor? Nein, natürlich nicht der Garagenbau. Die Balken gerade sind 4 Meter lang. Und ja, die sollen gekürzt werden auf 2 Meter. Das sind 15 Stück, also dann 30 Stück, werden dann angespitzt und dann sind es eckige Zaunpfähle, die ich für meine Koppel verwende. Ja, ich habe das letzte Mal im Video schon gesagt, es muss einfach passen, ich muss wissen, wie ich es mache und ich habe mir jetzt da so Gedanken gemacht. Ich brauche insgesamt 3 Tore, dass ich reinkomme. Tore in dem Sinne, ich mache sie wie bei den Schweinen mit diesen Torfedern. Und zwar muss da eines hier bei die Holzregale hin. Ich werde den Zaun vermutlich hier gerade rüberziehen. Muss ich mal sehen, also ein bisschen weiter oben, dass man hier halt noch mit dem Autoanhänger bequem reinfahren kann und ja, wie man gesehen hat, mit dem Kramer schön rangieren kann. Werde an die Holzregale vorgehen, vielleicht hinter die Holzregale rauf. Und ja, auf die Ecke vom Gebäude. Muss ich mal sehen. Ja, auf alle Fälle hier ein Tor oben beim Stall und ein Tor ganz vorne beim Gartenhäusle, wo man dann mit dem Bulldog und mit dem Sporter reinkommt im Herbst. Muss einfach sein. Ich habe mir die Pfähle jetzt gekauft. Ich hatte jetzt überleeres Geld, möchte ich es nicht nennen, aber ich habe das Geld, was ich dafür gebraucht habe. Als nächstes brauche ich noch Isolatoren und Bänder. Ich habe mir noch einmal Litze bestellt wie bei die Schweine. Und wer sich jetzt fragt, ja bist du blöd, so eine Litze wie bei die Schweine? Na na, die hat schon auch einen Sinn und Zweck. Ich mache oben und unten ein Band, ein breites, also 4 cm breit. Und in der Mitte kommt eine Litze rein, welche die Gasen. Die Pfähle sind 2 Meter lang, geplante 70 cm in den Boden eindrücken. Muss ich sehen, ob es klappt oder halt die Höhe, die ich dann habe und dann ja, 1,30 in etwa rausschauen lassen, 1,30 bis 1,50, sowas in den Dreh. Das probiere ich mal aus. Ja, die Isolatoren, das muss ich noch bestellen. Das kommt dann wieder über Granit mit. Da habe ich schon alles zusammengesucht, was ich brauche, auch die Torfedern und ja, Zaungerät habe ich ja, da brauche ich also keines, wäre ja Quatsch. Aber ich habe jetzt doch fest geplant, hier soll endlich ein anständiger Zaun hin. Mir geht der sowas von auf den Sack. Ich müsste jetzt schon wieder Koppel versetzen und immer dieses Koppel versetzen, das nervt. Und so habe ich dann die Möglichkeit, ich kann dann auch bequem mit dem Bulldog reinfahren. Ich mache die Torgriffe auf, fahre mit dem Schlepper rein, mache die Torgriffe zu, fahre durch die Koppel schön langsam durch, sammle meine Häuften dann zusammen und kann am Schluss wieder raus. Oder ich mache es mit der Schubkarre oder wie auch immer, bloß ich komme bequem hin. Und wie gesagt, fest geplant war es. Tja, ob ich mit 30 Pfähle auskomme, tja, keine Ahnung. Die Strecke, die ich abstecken will, ist ca. 300 Meter lang. Das wären 30 Pfähle, a 10 Meter. Ich hoffe, 10 Meter ist nicht zu gut geplant. 5 Meter wäre vielleicht besser, aber ich kann bei Bedarf im Sägewerk einfach nochmal welche holen, das ist kein Problem. Die können sie mal auch auf 2 Meter sägen, dann passen sie ins Auto, wenn sie es. Ich habe jetzt, wie gesagt, nochmal 30 Stück hier. Und mit denen gucke ich einmal, wie weit ich komme. Wie gesagt, ich muss auch mal gucken, ob ich bis ganz runter an die Hecke gehe, wo ich früher immer war. Also bis ganz runter ins Eck. Wie weit, dass ich hierher komme, weil hier muss ich ein wenig Abstand lassen, wie ich meinem Bruder seine Gänse.
Da muss man noch hinkommen. Und ja, an die Hecke muss ich so weit wie möglich raus, sonst kommt man mit dem Schwader nicht gescheit noch. Weil einen Schwader kann man normalerweise ein bisschen querstellen und kann dann aus der Hecke direkt rausrechen. Also der kommt dann ziemlich weit in die Hecke rein. Das funktioniert natürlich dann auch nicht, wenn die Pfähle da stehen. Also muss ich ein bisschen Handarbeit wieder investieren. Das heißt, ich habe mehr Handarbeit mit dem Laub. Das ist der eine Faktor. Habe dafür weniger Arbeit beim Zaunversetzen. Das ist der andere Faktor. Und ich habe das lang genug abgewägt und habe jetzt gesagt, nee, ich habe die Schnauze voll. Es geht nicht anders. Es muss einmal. Und das wird jetzt gemacht. Tja. Und da schauen wir mal, wenn das dann fertig ist. Also ich bin richtig froh, wenn der Zaun steht. Haben mir ja einige geraten, ich soll das so machen. Und ja, das versuchen wir einfach. Ja Leute, und da ist mittlerweile Freitagmorgen. Ja, ich muss das Video dann noch schneiden und hochladen. Sonst kommt es heute nicht um 16 Uhr. Darf ich mich noch ins Zeug legen. Ich wollte jetzt noch eine Kleinigkeit machen. Ich wollte jetzt meine Balken dann noch auf 2 Meter kürzen und ja, dazu fahre ich den Hänger jetzt raus, lade sie mit dem Radlader ab, säge sie mit der Säge durch und ja, den Hänger muss ich auch rausfahren und dann nehmen wir heute einfach mal den Lader dazu, weil den Lader brauche ich eh, dann habe ich hier Platz und dann geht es. Ja, wenn ich ein bisschen bedrückt aussehe, bin ich auch. Vorgestern Abend ist die eine Katze nicht mehr heimgekommen. Vor der türkisch fahren, die aus meiner Wohnung sind. Die habe ich immer rausgelassen, weil sie in der Wohnung immer gestänkert haben. Habe sie oben auf die Terrasse. Zwei davon, die sind immer spazieren gegangen. Und der eine, der ist eigentlich auf der Terrasse geblieben, weil er nicht drüber gekommen ist. Ja, na, die Mutter hat ihn jedenfalls dann mit runtergelassen gehabt. Und ich habe mir vorgestern Abend dann zwar draußen noch quietschen hören. Habe aber meine Wohnung geputzt und mich fertig war, wollte ich ihn reinholen, dann ist er nicht gekommen. Ja, jetzt vermissen wir ihn schon 2 Tage. Also, dumm, irgendwie. Weiß auch nicht, wo er ist. Wir haben ihn schon gesucht, der meldet sich nicht, der kommt nicht. Ja, jetzt bin ich natürlich der Depp. Ist klar, weil ich ihn ausgeschmissen habe. Logisch. Egal, nichtsdestotrotz, wir machen jetzt auf alle Fälle mal die Balken auf die richtige Länge. Und dann schauen wir mal.
Ja, und an dieser Stelle abgeladen ist. Ich hole mir jetzt da noch die Motorsäge und meinen Schutzhelm und ziehe natürlich eine Schnittschutzhose an. Ja, und wie es da dann weitergeht, das erfahrt ihr dann im Dienstagsvideo. Solange müsst ihr euch jetzt gedulden, machen wir einfach Fortsetzung folgt. Das Holz ist daheim, das Holz ist abgeladen und das Sägen kommt dann beim nächsten Mal. Jo, ich wünsche euch jetzt allen ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Servus.